Danke sehr. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Unterhaus in Mainz. Seit 1972 wird hier jedes Jahr der Oscar unter den deutschen Kleinkunstpreisen verliehen. Der deutsche Kleinkunstpreis in drei Sparten: Kabarett, Kleinkunst und Chanson, Lied, Musik. Es ist mir eine große Ehre, die Preise verleihen zu dürfen. Und wenn ich mir die Preisträger angucke dieses Jahr, ist es auch ein richtiges Vergnügen. Politisch gesehen hält sich das Vergnügen im Augenblick ja sehr in Grenzen, muss man sagen. Also diese langweilige Bundestagswahl da von einem halben Jahr, das war ja nicht mehr zu ertragen, oder? Was ist das denn für eine Demokratie? 30% sind gar nicht mehr hingegangen zur Wahl. Nochmal 30% wussten eine Woche vor der Wahl noch immer nicht, was sie wählen wollten. Da konnten sie in der Fußgängerzone mit einer Knarre rumlaufen. Was willst du? Merkel oder Steinbrück? Viele haben gesagt, auch drück ab. Die Merkel ist einfach unschlagbar. Sie ist der FC Bayern München in der deutschen Politik. Nur ohne Pep halt. Aber sie hat einen Trick drauf, da fallen alle immer wieder drauf rein. Wenn alle vor der Merkel stehen, schimpfen, toben, sauer sind und auf die Frau einreden, dann dreht die sie einfach um und sagt, die stehen hinter mir. Und das tun sie auch, zum Teil mit offenem Mund. Die Frau agiert wie ein geschickter Magier. Sehen Sie, ein Magier, der lenkt sie ja mit seinem Gequatsche von dem ab, was er mit seinen Händen macht. Und die Merkel lenkt sie mit ihren Händen von ihrem Gequatsche ab. Und den Rest der Ablenkung, die besorgen die Medien dann selber. Unsere Medien sind inzwischen dazu da, uns mit Skandalen zu füttern, über die wir uns aufregen sollen, damit wir uns nicht mehr mit Politik beschäftigen. Dafür sind die Medien zuständig und Skandale sind oft saisonbedingt. Also im Moment ist ja gerade Grippesaison. Normalerweise Riesenaufregung, aber dieses Jahr haben sie sich irgendwie auf kein Tier einigen können. Ich meine, wie oft sind wir schon dahin gerafft worden von Pandemien? Sie können sich erinnern. Was ist aus der Vogelgrippe geworden? Ich weiß es nicht, fragen Sie die Schweine. Und weil die Grippesaison dieses Jahr so schwach ausgefallen ist, war das dann das Pech vom ADAC. Da wurden die gelben Engel zu Ersatzschweinen. Und das ist so ein Skandal, so ganz nach dem Geschmack von Angela Merkel. ADAC-Skandal. Da können sich alle aufregen, alle können mitreden und es geht um nichts. Innerlich geht es um gar nichts. Und dieses Nichts wird dann in epischer Breite ausgewalzt in allen Medien und wir werden beschäftigt. Und kaum waren die gelben Engel alle wieder eingesammelt, da kamen sie mit Herrn Edati und seinen seltsamen Neigungen, die interessanterweise übrigens nicht strafbar zu sein scheinen. Ja, da haben wir wieder was gelernt. Nicht alles, was abscheulich ist, ist auch strafbar. Und deshalb haben die beim Bundeskriminalamt ja auch so lange und intensiv ermittelt. Die wollten ja sicher gehen. Ich stelle mir das so vor, die haben da monatelang vor diesem Bildchen gesessen und gesagt, was ist das jetzt? Komm, du auch noch mal gucken, ich kann das nicht entscheiden. Ist das jetzt schon Pornografie oder ist das erlaubter Schweinkram? Was ist das jetzt? Komm doch, guck doch. Und da hatten sie Gott sei Dank einen im BKA, der kannte sich aus, der hat gesagt, nee, die sind ganz harmlos, da habe ich ganz andere zu Hause. Jetzt kann man so einen BKA-Mitarbeiter, der wegen Kinderpornografie verurteilt wird, den kann man so verschwinden lassen, mit einem Strafbefehl. Sang- und klanglos. Ja, da wird auch der Name nicht bekannt, der wird in Ruhestand geschickt, damit er mehr Zeit für sein Hobby hat, ist ja klar. Aber der Name wird nicht bekannt. Man will doch keine Existenzen vernichten. Wenn aber bei Herrn Edati eine Hausdurchsuchung durchgeführt werden muss, da muss natürlich die örtliche Presse eingeladen werden. Das geht nicht anders. Irgendwas hat der Edati doch falsch gemacht, ne? Kann es sein, dass der als Vorsitzender vom NSU-Untersuchungsausschuss da so ein paar BKA-Leute ein bisschen zu heftig auf die Füße getreten ist? Vielleicht hätte er mit den Jungs lieber Bildchen tauschen sollen. Man weiß es nicht. Einen Vorwurf muss man ihm auf jeden Fall machen. Sehen Sie, mit so einer Veranlagung, da wird man einfach nicht Politiker, da wird man Priester. Da fällt das nicht so auf und da kommt das vor allen Dingen auch nicht raus. Es sei denn, der Beichtvater heißt Hans-Peter Friedrichs. Sehen Sie, der Friedrichs, der würde das mit dem Beichtgeheimnis genauso wenig begreifen wie mit dem Verrat von Dienstgeheimnis. Sie können das auch erklären, das hilft nichts.
Sowas versteht ihr. Der Friedrich hat ja immer als einer der intellektuellsten Innenminister gegolten, die wir je gehabt haben. Der war ja als Innenminister so erfolgreich, dass der extra zum Gemüse versetzt worden ist. Viele haben gesagt, er ist dann näher an seinem Kopfinhalt. Aber ist ja. Der Friedrichs hat dem Gabriel erzählt, dass gegen den Erdati ermittelt wird und hat sich damit strafbar gemacht. Der Gabriel hat es dem Steinmeier und dem Oppermann erzählt, hat sich nicht strafbar gemacht, er hat es einfach nur erzählt. Er war kein Geheimnisträger. Aber der Seehofer hat sich tierisch aufgeregt. Nicht über den Friedrich und dass er sich strafbar gemacht hat. Nein, der Seehofer richtet sich auf über die Geschwätzigkeit von dem Gabriel. Der Seehofer, der hätte sowas alles für sich behalten. Was kann der am besten Sachen für sich behalten? Ja. Und der Gabriel hat Oppermann und Steinmeier erzählt. Und der Oppermann, der wollte dann nur wissen, ist was dran oder nicht. Und dann hat er den BKA-Chef Zierke angerufen, um rauszufinden, was nur Sache ist. Und dann kommt der Bosbach ins Spiel. Das ist auch so ein Intellektueller. Die CDU wimmelt ja davon. Und da hat der Bosbach gesagt, er könnte das überhaupt nicht verstehen. Die hätten gesagt, der Zierke habe nichts gesagt und der Oppermann habe nichts gefragt. Was denn das für ein komisches Telefongespräch gewesen wäre? Mensch, Bosbach, wie lange machst du eigentlich schon Politik? Hat dir das noch nie einer erklärt, wie das geht? Das weiß doch jeder, wie sowas geht. Der Oppermann ruft bei dem Zierke an und sagt, Herr Zierke, ich habe da ein Problem. Ich habe hier eine Information vorliegen, dass gegen meinen Parteifreund Edati ermittelt wird. So, ich weiß, Sie dürfen da nichts zu sagen. Und ich darf da auch gar nicht nachfragen, sonst machen wir uns ja beide strafbar. Ich muss aber wissen, was los ist. Wir haben ja gerade Regierungsbildung. Also, wir machen das so. Wenn Sie jetzt nichts sagen, dann weiß ich Bescheid. Und dann sagt der Zierke nichts. Und dann sagt der Oppermann, danke für das Gespräch. Und der Bosbach ist zu blöd, um zu begreifen, wie sowas funktioniert. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn der Bosbach sich jetzt mal die Mühe machen würde, bei der NSA das Telefongespräch anzufordern, da könnte er sich sogar mal anhören, wie das klingt, wenn einer nichts sagt und der andere nichts fragt, meine Damen und Herren. In diesen Zeiten lernen wir sehr viel über Demokratie im Allgemeinen. Nehmen Sie mal den arabischen Frühling zum Beispiel. Da waren ja erst alle ganz begeistert. Arabischer Frühling, schaut es euch an. Die Araber haben begriffen, Demokratie ist das Beste. Sie jagen die Diktatoren ins Meer. Herrliche Bilder. Als die ersten hinterher sprangen, um zu uns rüber zu schwimmen, ließ die Begeisterung schon etwas nach. Ich meine, wir Deutsche sind die Ersten, die wissen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen. Aber wir haben ja auch erlebt, wer da alles über die Trümmer geklettert kommt. Dann kamen die ersten freien Wahlen. Das war Tunesien, war das erste Land, wo frei gewählt werden durfte. Und da, zum Entsetzen aller, die ortsansässigen Moslems haben da muslimische Parteien gewählt. Mehrheitlich. Was hat denn das mit Demokratie zu tun? Da standen unsere Zeitungen wortwörtlich große. Sind die überhaupt reif für Demokratie? Natürlich nicht, genauso wenig wie die Menschen in Bayern. Und dann kommt es... Da kommt es in Ägypten, kam es direkt zur Katastrophe. Lässt man die Ägypter frei wählen, da wählen sie einen Herrn Morsi als Präsidenten, einen Islamisten als Präsidenten, mehrheitlich. Ein Islamist, Sie wissen, das ist im Grunde ein Terrorist, der bis jetzt nur zu feige war. Und dann kommt dieser Morsi an die Macht, demokratisch gewählt, macht ein paar Gesetze, die einigen Leuten nicht gefallen. Da habe ich gesagt, ja, das ist mir hier auch schon oft so gegangen. Aber sogar Leute, die den Morsi gewählt hatten, waren ganz enttäuscht über das, was der da gemacht hat. Und da habe ich gesagt, willkommen in der Demokratie. Und dann stellt sich plötzlich raus, hören Sie mal, die Demokratie in Ägypten ist viel weiter entwickelt als hier. Sehen Sie, wenn Sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben, da brauchen Sie keine 4 Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Da rufen Sie einfach bei der Armee an. Und sagen, können Sie bitte mal den gewählten Präsidenten verhaften, so geht das hier nicht weiter. Und wenn die Anhänger ein Protestcamp machen und demonstrieren, erklären sie die zu Terroristen und lassen sie die einfach mal Haufen schießen. Und dann steht in unseren Zeitungen, in Ägypten wurde die Demokratie gerettet, indem Demonstranten erschossen wurden. Und dieser Artikel muss der Janukowitsch in der Ukraine aufmerksam gelesen haben.
Aber als er das danach gemacht hat und die randalierenden Demonstranten in der Ukraine zu Terroristen erklärt hat und abknallen lassen, da war es dann wieder falsch. Da muss einmal erstmal einer erklären, wo man es darf, wo nicht. Der Kohl hätte gesagt, der Mob der Straße hatte der Demokratie nichts zu sagen. Und was ein aufrechter Demonstrant ist und was ein Mob ist, das entscheidet im Zweifelsfall die Bild-Zeitung. Man muss eben die Unterschiede kennen, meine Damen und Herren. Sehen Sie, wenn die USA den Irak plattbomben, anschließend einmarschieren, über 100.000 Menschen ermorden und dann sagen, ach, Entschuldigung, es gab die Atomwaffen gar nicht, wegen derer wir hier gekommen sind, dann ist das was ganz anderes, als wenn der Putin auf der Krim ein Referendum abhalten lässt, wo die Menschen sich frei entscheiden können, von wem sie unterdrückt werden wollen. Das eine ist eine eklatante Verletzung des Völkerrechts, das andere ist eine humanitäre Aktion zur Rettung des Weltfriedens. Man muss eben nur wissen, was ist. Und da haben die halt noch viel zu lernen in der Welt. Der Mosi hat es wirklich übertrieben, muss man auch mal offen sein. Der Mosi, der steht jetzt vor Gericht, der ist angeklagt wegen Aufruf zu Mord. Und das geht nur wirklich nicht. Das wird der Obama auch nie machen, sowas. Der Obama wird doch nicht zu Mord aufrufen, der befiehlt den. Aber der ruft doch nicht dazu auf. Der ist der Oberbefehlshaber. Der Obama hat weltweit 3000 Menschen mit seinem Drohnenprogramm über den Haufen schießen lassen. Er hat sie vorher zu Terroristen erklärt, ist klar. Alles korrekt, also. Aber die USA arbeiten da eine Liste ab. Ist Ihnen schon bekannt, oder? Das ist eine offizielle Liste. Da stehen die Namen von Menschen drauf, von Obama abgesegnet, die weltweit über den Haufen geschossen werden dürfen. Ohne Anklage, ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, nicht mal kurzer Prozess. Und wenn Sie dumm daneben stehen, dann sind Sie ein Kollateralschaden. Was haben Sie auch so schlechten Umgang? Sie können die Liste ja einsehen. Jetzt stellen Sie mal vor, der Assad in Syrien würde so eine Liste aufstellen und anfangen, weltweit Menschen umzubringen, die ihm gefährlich werden könnten. Da wäre die Weltöffentlichkeit außer sich. Das darf der überhaupt nicht. Der hat doch gar keinen Friedensnobelpreis. Wir kommen zum nächsten Preisträger des heutigen Abends. Ausgezeichnet wird ein politischer Kabarettist, der selbst komplexe Zusammenhänge mit analytischer Schärfe analysieren kann. Er ist ein Meister des investigativen Kabaretts. Der Deutsche Kleinkunstpreis 2014 in der Sparte Kabarett geht an H.G. Butzko. Seit 1997 mache ich politisches Kabarett. Ich habe mich noch mit Helmut Kohl auseinandergesetzt. Dann kam Gerhard Schröder, dann Angela Merkel, bis vor ein paar Jahren diese Finanzkrise losging. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, wenn du dich mit den Mächtigen beschäftigen willst, wieso hältst du dich da mit Politikern auf? Erst sagen sie, ich soll den Gürtel enger schnallen, dann soll ich den Ruck machen, dann soll ich flexibel sein, dann Einschnitte hinnehmen und dann Abstriche machen. Da frage mich doch, regieren in Berlin lauter Urologen. Wenn du dich mit den Mächtigen beschäftigen willst, dann musst du dich mit den Banken beschäftigen, mit der Wirtschaft, Finanzen, Bilanzen, Statistiken, da braucht es Vorstellungsvermögen. Dann dachte ich, na gut, Vorstellungsvermögen ist kein Problem, weil Vorstellungsvermögen kennt jeder, der mit Banken zu tun hat, aus eigener Erfahrung. Spätestens beim Blick auf den Kontoauszug. Das Vermögen, das man sich stattdessen da vorstellt, das ist das Vorstellungsvermögen. Was soll ich machen? Ich habe von Wirtschaft keine Ahnung. Ich gehöre wie ihr zu den 99% aller Leute, die von Wirtschaft keine Ahnung haben. 99% aller Leute sind wirtschaftlich betrachtet Idioten. Nur 1% hat Ahnung. Das sind die Fachidioten. Das Problem ist nur, dass die in der Wirtschaft nichts zu sagen haben. Die Entscheidung in der Wirtschaft treffen welche von den 99%. Und das sind die Vollidioten. Beispiel. Liebe Kinder.